Geh nicht zurück, geh nicht zurück. Geh nicht zurück. Geh hoch. Warum nicht? Geh nach oben. Ja, ja, ich geh nicht weiter nach oben. Doch, da musst du rüberspringen. Guck mal genau, da ist ein blauer Stink. Hoch, 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 hoch. Da musst du rüberspringen, weißt du? Ja, weiter, weiter. Na, so, da musst du auch rüber. Da bin ich bestimmt, da oben ist auch ein Wespennest, weißt du? Da bist du hingekommen, ja. Da bin ich gegengesprungen. Das liegt dir da, ja. Ah. So. Du hast keine Wespen? Geh mal weiter. Nee. Wenn du angekommen bist, dann... ich spring einfach mal. Ich bin da hinter dir. Zum Glück. Wo soll ich hinspringen jetzt? Na, darüber. So, und nun? Ja, und nun? Da hoch. Treppe hoch. Treppe hoch. Kiste aufmachen. E. Dann... wahrscheinlich da raus. Geht doch nicht weiter. Doch. Wespen ist abgeschlossen. Kannst du mal sehen. Kannst du mal sehen, wie es funktioniert hier. Aha. Und da liegt ja noch so viel. Bist du wieder raus oder was? Ich bin schon wieder raus. Warum? Hier lag noch so viel. Ich weiß mich nicht face for all. Hier im Dings, im Regal, da liegt da Munition und Hefte. Ja, ja, das ist ja. So steht jetzt darauf nochmal. Oder lass sie tot gehen, der spawnt hinter mir. Und das ganze Geld liegt hier. Oh. Ehrlich, liegt hier Geld? Brauchst du nicht einsammeln, hast beim letzten Mal so viel eingesammelt. Ja. Der bullert hier mal gegen die Tür. Hörst du das Bullen auch? Nee. Ja, die Wespen höre ich tatsächlich. Ja, die Wespen. So einmal noch. Ach, der LKW liegt hier irgendwie quer. Der ist halt bestimmt, der so leer macht. So, was bist du für eine? Es heißt, Pastor Jerome hat dir den Arsch gerettet. Es heißt, auf der Sunrise Farm hätten sie Arbeiter lebendig verbrannt. Dabei dachte ich, dass die Farm schon lange den Peggys gehört. Aber egal, die Leute brauchen jedenfalls Hilfe. Ist ein Sektenaußenposten, okay. Genau, weil es eingenommen ja. Nein. Nicht? Nein, das ist alles. Sektenaußenposten hatte mich gerade angeboten. Ach so, ja. Guck mal hinter dir, da ist ein LKW. Der macht nur dieses Bum-Bum. Ah ja. Das ist irgendwie komisch gestrandet. So. Ja, ganz schön komisch gestrandet, ja. Hier können wir wieder raus. Schauen wir auf eine Karte, wo wir hingehen könnten als nächstes. Sieger ist ein Punkt, also Quad, Gott. Zu Zipzupka wollten wir eigentlich, ne? Wir wollten eigentlich dahin, ja. Gut, und dann ist die Greenbush-Dingerfabrik so. Okay, gehen wir. Ich markiere nochmal, ne? Ja, markier du mal. Den Zipzupka, eigentlich wollten wir doch dahin. Ja. Und dann haben wir irgendwie angefangen mit Brewe-Verstecke, ne? Warum auch immer. Gut. Ja. Okay. Ach ne, hier, doch. Die Richtung. Nimm noch Waffen, gut. Zupka, wo ist das? Zupka. Müsstest du eigentlich sehen. Ja, 415 Meter. Ja. 418, 400, 300 so. Jetzt. Eieiei. Naja, wir haben ja gesagt, wir spielen nicht nach der Storyline, wir spielen einfach so bei freier Schnauze hier durch. Ja. Und wo wir sagen, ach, da gehen wir hin, dann gehen wir da hin. Und falls auch ein Weg liegt, nehmen wir mit, wenn nicht, dann nicht. Dö, 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 dö. Olaf, der rennt immer, ne?
Mit großen Schritten. Mit großen, ja, immer die 7-Meilen-Stiefel an. Ja. Oh. Er könnte ja was verpassen. Ein Buffalo. Oh. Uff. Der hat aber lange gebraucht. Plündern voll, ich brauche mal wieder Verkäufe. Oh. Plündern voll. Oder hätte ich den hätte schießen braun? Nö, hätte es Munition gespart. Ja. Weiß gar nicht, sieht man die Munition hier irgendwo? Ich habe auch keine Schutzweste mehr, ich brauche mal wieder eine Schutzweste. So, beim Sturmgewehr noch 120 Schuss. Gut. Wo ist denn jetzt der? Den verschwunden. Wer denn? Der Zipzupka ist ja noch genau voraus. Das war mir die Markierung weg. Siehst du die noch? Ja. Ne, bei mir ist die weg. Ah, da. Jetzt ist sie wieder da. Hier steht schon ein qualmer Hubschrauber. Wir müssen Hunde töten. So, mal gucken, was hier Zipzupka sagt. Zipzupka. Ja, was war hier mit ihm? Doch kein Hundefell in ihm, oder was? Nee, Waffen tauschen. Gegen eine MP. Och, nö. Behalt mal einen Sturm. Obwohl die MP sind... Also ich mag lieber Sturmgewehre. Die streuen nicht so als. So. Können wir die noch den hier zerschießen? Der ist. Nein, den müssen wir nicht erschießen. Der ist. Nein, die grünen Teile hier. So was sieht hier Olaf nicht an, ne? So, hier, komm lieber her und sprich mit dem. Ja. Ich kann mit dem nicht reden. Finde ich doof, dass du das selber nicht kannst. Ja. Das sind bloß bei gewissen. Ding. Ich kann gewisse Sachen nicht nehmen. Ich kann. Ja, sag mal ruhig, sag mal ruhig. Aber der Zipzupke, da waren wir schon. Wir haben doch hier schon die Farm befreit, ne? Ja, geh doch mal hin. Ja, Gott. Kannst du reden? Warum muss immer irgendjemand leiden? Die armen Tiere hier haben den höchsten Preis für unsere Freiheit entrichtet. Sie sind Helden und Patrioten. Wir werden ihre Opfer ehren. Denn die Geschichte lehrt uns, dass jeder große Triumph mit einer Tragödie beginnt. Mit ihm war dieses Steak-Ding da, ne? Es wird Zeit, mal etwas tiefer zu graben. Du fragst dich sicher wo. In der alten Goldmine. Daher kriegt die Regierung das Geld. So stelle ich mir auch die komischen Ökos vor, weißt du? Ja, du hast gedacht, sie wären geschlossen. Verfilzte Haare und dann, ja? Wir streichen die Kühe, wir essen sie nicht. Wer zum Teufel traut denn der Regierung? Ich sag's dir, das ist alles verbunden. Die sitzen da auf dem Zehnfachen von Fort Knox. Wir werden dieses ganze globalisierte Reich ins Wanken bringen und Amerika dem Volk zurückgeben. Diese Dämonen sprechen doch immer von einem Kollaps. Geben wir ihnen einen. Nimm diese Thermitladungen. Das ist dasselbe Zeug, das Tower 7 zum Einsturz gebracht hat. Ach Gott, jetzt. Kleb sie an alles Gold, das du findest. Die Lügner müssen weg. Ab in den Dreck, Baby. Wuhu! Jetzt fangen sie damit an. 9-11, weißt du, hast du das gehört? Teufel, ihr Ruhestand. Du hast doch alles gesehen. Die Scheiße wird mir zu viel. Shit im Schacht. Gedrückt und verfolgen. Ich drück mal, ne? So, können wir auch verschieben. Gibt's den Verkäufer oder was ist er da hier? Mit dem grünen Ausrufezeichen? Hoffentlich geht's dir gut nach allem, was du durchgemacht hast. Wo? Ach, da bist du. Okay, steht hier im Busch. Reden wir auch mal. Ich habe O'Hara gekannt. Der Typ sammelte Schrott und bastelte ihn wieder zusammen. An deiner Stelle würde ich mir sein Haus mal ansehen. Da liegt sicher eine Menge nützliches Zeug rum. Weiter. Ich hoffe, mir bleibt erspart, was du durchgemacht hast. Ja, 320 Meter, komm. Machen wir das noch, oder machen wir es das nächste Mal? Ja, doch, das machen wir noch. Lauf du mal vor, ich hab das nicht auf der Karte. Hast du nicht auf der Karte? Wieso nicht? Ich hab's jetzt nicht angenommen, weil ich es mal gucken wollte, was das ist. Ja, hier war nichts angenommen, wo ich sehe, wo das ist. Siehst du, jetzt wird dir das angezeigt, mir wiederum nicht.
Komisch. Es ist komisch, wirklich, es ist ganz komisch hier. Da kommt jetzt ein Fluss, der schaut aus wie eine geteerte nasse Straße. Ja. Eine überflutete Straße. Ja, ist aber kein, sondern man geht gleich runter hier. Ja, man muss auch gegen die Strömung kämpfen, ne? Wenn du ja drin bleibst, dann du wirst du getrieben. Ja. Komm. Jetzt folgen wir mal den Olaf. Ganz gemächlich. Jetzt schauen wir das Pfefferversteck wieder weg. Also ehrlich, jetzt schaue ich mir mal das Ding an. Da ist es. Da hinten, ich kenn's, ich kennzeichne es. So. Ich habe mal eine Kennzeichnung. Ja. Ach, das ist ja schlimm. Ja, mit der Anzeige hier, da bin ich also wirklich nicht zufrieden. Ja, bestimmt die Anzeige dann ist so ausgefallen mit dem Multiplayer. Nee, ja. Ist die Anzeige ist also, die lässt zu wünschen, wirklich. Aber gibt ja nicht da so. Da oben läuft einer. Gibt ja auch nicht allzu viele. Wo ist mein Hund? Wo ist mein Hund? Hallo? Das war einer. Nee, da ist noch einer. Ja, zweiter. Macht der Olaf Krach. Ich tut mir leid. Man hat mich herausgefordert. Man kann mit Olaf nirgendwo reinschleichen. Das können wir erstmal vergessen, so da kein Schalter mehr hat. Auf der anderen habe ich einen drauf gehabt. Der ist jetzt weg natürlich. Ist gar nicht. Ja. Hey. Alter, haust du mich nochmal? Gibt's ja wohl nicht. Was ist mit der Waffe los? Also, nee, was ist denn hier? Ich wollte hier hin. Gott. Wo läuft das schon wieder im Pfefferversteck? Ja. Ah, nee, der läuft doch, der läuft. Ich dachte, du wärst schon unterwegs. Ich bin schon unterwegs, so halt. Stückele vorglauben. Plünne ist ja eh voll. So. Strom benötigt. Strom. Also jetzt gucken wir uns um, wo Strom denn ist. Wo können wir jetzt hier einhegen, bitte? Lass Faith bloß nicht in deinen Kopf. Was sieht man eigentlich, wenn man in diesem Bliss ist? Ich kenne nichts, was so aussieht. Was sollen wir machen? Strom brauchen wir. Strom? Ja. Wir müssen mal umgucken, wo hier Strom ist. Ich bin sogar dabei. Ja, ich auch. Oh, hier ist ein Safe. Den knack ich erstmal. Beim Sprengen geht ja immer so viel Geld verloren. Ah, da. Wo hast du denn den Safe gesehen? Im Wald? Nein, hier. Im Haus. Da drin bist du. Ja. Komm mal da zur Tür an. Ich höre was knistern. Ja. Safe ist der jetzt offen? Ja. Ist da noch was drin, ne? Ich habe meinen Teil rausgeholt. Was für dich nicht, oder was? Weiß ich nicht. Alter, sag doch. Da hinten ist er. Der ist leer. Der ist leer. Der ist komplett leer, ja. Naja. Komm nichts, Mann. Der Chef ist leer. Kriegt nur einer das? Echt? Das ist ein Scheiß. Ja. Das ist manchmal ist es hier ein Scheiß. Muss man wirklich sagen. Ich habe mir das Spektakel angesehen. Selbe Versteck. Brauchen wir keinen Strom. Das Geisterhaus betreten sollen wir? Na, soll ich? Naja. Ich denke, wir machen für heute Schluss, hä? Verschlossen Strom benötigt.
kannst du vielleicht mit dem Schießen kriegst du das in Ordnung? Na, da müssen wir auf. Wenn ich was. Geht's ja hier auf? Nee, hier geht's. Moment. Hier geht's nicht hinauf. Nur übrigens eine Treppe da. Du Käse. Warte mal hier vielleicht. Nö. Okay, was steht denn das Gerüst hier aus? Ah, da geht's rein. Runter? Seilrutsche benutzen. Moment. Was soll das? Bin da auch schon runtergerutscht. Warte mal, ich fahr mal mit dem Auto vor. Das Schalter. Warum ist nämlich der Schalter? Ja, ist mir schon klar, Olaf. Dankeschön. Ach, jetzt weiß ich, was ich für einen Fehler gemacht habe. Ich weiß, was ich für einen Fehler gemacht habe. Na? Ich weiß, was ich für einen Fehler mache. Erzähl, lass mich nicht dumm sterben. Ja, hier auf die Kiste. Ja. Hier drauf. Ja. Und dann von aufs Gerüst. Hier aufs Gerüst. Uff. Und dann hier zum Fenster rein. Ach, da auf dem Gerüst. Ah. Ducken zum Fenster rein. Na toll. Ducken. Und Olaf wollte ein Schloss machen, siehst du? Ja. Zum Fenster rein. Da liegt hier Zombies. Nehmen. Zombies ist gut. Was liegt hier Zombies? Da ist der Schalter. Ist das? Ja. In der Ecke. Gut. Jetzt geht die Tür auf. Jetzt kann ich die Seilrutsche nehmen. Runter und dann geht er die Tür. Ja, wenn wir wollen. Wenn wir wollen. Wollen wir? Können wir auch beim nächsten Mal machen. Gut, machen wir beim nächsten Mal. Alles klar. Aber da musst du jetzt speichern. Jo, mache ich auch. Dann sagen wir mal tschüss, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao, ciao.